Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Outer Planets Colonization. Ich wollte schon Interplanetary sagen, aber ja. Im interplanetaren Raum gibt es ja nicht so viel zu kolonisieren. Anyway. Wenn man mal aufs Datum. Naja, es ist nicht das Datum. Aber wenn man mal aufs Datum guckt, das ist das wirkliche Datum der Universal Time, dann kann man womöglich erkennen, auch wenn man auf Kerbal Alarm Clock guckt, wahrscheinlich sogar eher, dass etwas Zeit vergangen ist. Und tatsächlich, ich habe im Prinzip 2 Jahre verstreichen lassen, in-game. Ich habe unsere Minmus Colonizer Probe, die eigentlich ganz anders heißt, aber weil wir sie halt auf der Minmus, an der Minmus Kolonie gebaut haben, ist der Name ein bisschen durcheinander gekommen anscheinend. Die habe ich auf den Weg nach Sarnus gebracht, war kein riesengroßes Ding. Musste halt gemacht werden. Und dann habe ich halt 2 Jahre lang vorgespult. Dabei musste ich halt die Minmus-Kolonie aktiv halten, damit sie halt weiterhin Supplies produziert und die Kerbals nicht irgendwann verhungern, weil während man nicht zuguckt, verbrauchen sie Supplies, aber sie produzieren keine. Das ist ein bisschen, nee, okay. Kann ich aber mit leben, einigermaßen. Wird nur später lustig, wenn man dann mehrere Kolonien hat. Dann weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Kriegen wir aber alles gebacken irgendwie, bin ich mir sicher. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. So, und das erste Raumschiff, das tatsächlich bei Sarnus eintrifft, ist die Sarnus Scout. Ich habe keine Ahnung, warum sie 2 heißt. Ich glaube, weil ich noch ein anderes Design hatte, das ich dann verworfen habe. Und die wird Sarnus in bereits 22 Tagen erreichen. Ich würde mir ganz gerne mal das Sarnus-System angucken. Hallo? Hallo? Ach, KSP. Ja, läuft super, würde ich sagen. Toller Start in die Folge. Zugegeben, ist natürlich so, dass ich schon eine Weile spiele jetzt heute. Moment, es gibt eigentlich auch eine Möglichkeit, um das war's nicht. Ich drücke jetzt hier mal auf ein paar Tasten, weil es eigentlich eine Möglichkeit gibt, durch die Planeten durchzuschwitzen. Ah, man kann auf Manövernodes fokussieren? What? What magic is this? Eigentlich wollte ich, genau, mit Tab geht das. Kerbin, Moon, Minmus, Duna, Ike, Dras, Jewel, Lave, Val, Tylo, Bauer, Pol, Sarnus. Denn da wollen wir hin. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, oh, was zum Teufel passiert eigentlich, wenn wir ins Sarnus-System eintreten? Denn darüber muss ich mir jetzt schon sehr, sehr früh immer Gedanken machen. Wir haben jetzt einen Signal-Delay von 388 Sekunden. Das sind über 5 Minuten. Ich muss also 5 Minuten, bevor ich etwas tun will, wissen, was ich tun will und es dann dem Bordcomputer sagen, damit ich das Signal übertragen kann. Das bedeutet auch, dass ich viel Time-Warpen muss zwischendurch. Anyway, was wir natürlich machen wollen, ist erstmal orbitalisieren. Ne? Wir wollen erstmal von Sarnus gefangen gehalten werden. Und das ist ein Manöver, das nicht unglaublich groß ist. Ich hatte mehr befürchtet. Knapp 700 Meter pro Sekunde geht eigentlich voll. Und wir haben definitiv noch genug Delta V. Aber es ist mehr Delta V, als wir in unserer ja, Kickerstufe hier haben, in diesem KW Rocketry SC211T, ist noch so ein ganz kleines bisschen Treibstoff drin, das ich eigentlich nicht wegschmeißen wollte, aber weil ich dann halt ein Staging machen müsste mit einem 5-Minuten-Delay und ich das definitiv nicht riskieren will, sage ich einfach, komm, geh weg. Und irgendwie, okay, ich befürchte, dass KSP bald abstürzen wird und deswegen sage ich einfach mal, einmal stagen, dumm, kurz warten, weil es tatsächlich einen kleinen Delay gibt. Wenn man mehrmals hintereinander die Stage-Taste, also die Leertaste drückt, dann kann es sein, dass einige Stage-Befehle halt ignoriert werden, aus Sicherheitsgründen, damit man halt nicht zu viel upstaged aus Versehen. Und dann ein paar Sekunden später halt den nächsten. Es sind sogar mehr als 6 Sekunden, stimmt. 388, ja, stimmt. 60 passt 6-mal in die 388. Da ist was dran. Meine Fresse, ne? Da ist ja das Rover-Landen auf Duna ein Kinkerlitzchen dagegen. Ich erinnere mich noch, als ich damit viel, viel Spaß hatte letztes Mal. Kann ich ihn jetzt wieder als... Jetzt kann ich wieder Fokus setzen. Ach, ich weiß nicht.
So, genau. Das wollen wir tun. Wenn dann die Stages abgetrennt wurden, dann möchte ich halt dem Bordcomputer sagen, hey, führ dieses Manöver aus. Das sollte ich auch früh genug machen, damit es halt früh genug ankommt. So, ich muss sagen, ich krieg langsam ein bisschen Bammel. Ich krieg langsam wirklich Angst, weil Remotec, ne? Also es ist, wenn es zu krass wird, muss ich vielleicht Remotec deaktivieren. Ich weiß es nicht. Also ich würde es ungern tun, weil Remotec halt einfach cool ist und es tatsächlich mal eine schöne Schwierigkeit einbaut. Aber wenn es zu krass wird, ich spiele jetzt nicht unglaublich häufig. Unter anderem, weil halt diese Missionen sehr, sehr aufwendig sind und ich zwischendurch mal Designs mir ausdenken muss und lalala und dann machst du hier und da, machst du viel mit Minmis und so, da kommst du nicht wirklich dazu, Deep Space Missionen zu machen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich weiß auch nicht, warum das so ruckelt. Nun zugegeben, im Hintergrund laufen wahrscheinlich viele, viele, viele Berechnungen ab, allein schon für die Kolonie. Erstes Staging und dann das zweite Staging, um halt hier den Antrieb zu starten. Ich hoffe, das hat unseren Kurs nicht zu stark beeinträchtigt. Boah, geht noch. Ich hatte auch schon leichten Schiss, ob wir nicht in die Atmosphäre von Samus eintauchen, aber... Oh, spacig. Aber tatsächlich ist die Atmosphäre deutlich unter uns, auch jetzt mit dem angepassten Kurs. Ja, also dadurch, dass wir jetzt vom Decoupler einen kleinen Stoß bekommen haben, haben wir natürlich unseren Orbit leicht verändert. Denn im Prinzip ist ein Decoupler auch eine Art von Antrieb, ne? Weil wir werfen Masse weg in eine bestimmte Richtung und nicht anders funktioniert ja jede Art von Rückstoßantrieb. So, das Manöver wird... Achso, das kann ich jetzt auch schon mal einplanen. Das Manöver wird brauchen... Note Burn Time 6 Minuten. Ich muss sagen, die Kurs... Also der Transfer Burn für unser erstes Raumschiff, das von Minmis gestartet ist, die Pioneer... War es die Pioneer? Ich weiß es schon nicht mehr. Muss ich nochmal nachgucken. Das hat auch etwa 6 Minuten. Nee, es hat sogar 8 Minuten gedauert. Das war auch schön. Das war, ja, ich habe da gesessen und ein Däumchen gedreht, im Prinzip. Muss ich mal gucken, ob ich das Video dann beschleunige oder so, weil ich kann keine 6 Minuten lang mir irgendwas ausdenken, worüber ich reden will, ohne durchzudrehen. Mal gucken. Es sind noch 22 Tage und das Samus-System kann man da ganz leicht sehen schon. Auch mit den Monden, die herumkreisen, die können wir ja nur sehen wegen... hier, Dingens, wie heißt es? Distant Object Enhancement, ne? Distant Object Enhancement, ja. Nur deswegen können wir die Monde überhaupt sehen, weil sie eigentlich in Vanilla KSP würden, wären sie halt so weit weg, dass sie einfach nicht gerendert würden. Aber es ist ganz schön, dass dann halt mal ein bisschen was zu sehen ist von den Monden. So, bis zum Manöver sind es noch 51 Tage, das ist eine ganze Ecke. Und wir verlieren immer wieder die Verbindung, was wahrscheinlich einfach nur daran liegt, dass sich die Monde zwischen, die Monde von Kerbin halt zwischen uns und unsere Relais-Satelliten schieben. Da die Manöver jetzt eingeplant sind, bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das hinhauen sollte. Obwohl ich überlege, nee, weißt du was, ich plane das Manöver nochmal neu. Was sind das? FC? Keine Ahnung, wofür FC steht jetzt in dem Zusammenhang. Einfach weil sich unser Orbit halt verschoben hat. So, einfach erstmal capturen. Reicht schon. Und dann wieder das nächste Manöver einplanen. Ist katastrophal verwirrend, ich weiß. Ah, okay, wir treten gleich ins Samus-System ein. Yay! Naja, noch nicht. Wann genau? In 3 Minuten 24 Sekunden. Okay. Da hinten sind sie. Samus und seine Monde. Okay, das Signal ist angekommen. Das kann ich eigentlich auch erstmal löschen. Ich brauche ja nur einmal Hold Manöver, Prograde, Execute Plan Manöver. Ja, okay, müsste alles hinhauen. Hoffe ich mal. Ja, sieht gut aus.
Puh, ich darf auch nicht vergessen, dann gleich den Generator hochzuschieben. Ne? Wir wollen ja den Ionenantrieb benutzen. Das ist ein Gyro Quad Lanced Hull Thruster. Es ist kein Ionenantrieb. Ich habe keine Ahnung, wie diese Hull Thruster funktionieren. Ich weiß nur noch, dass sie hübsch aussehen. Also das, der Ausstoß, das Propellant, keine Ahnung. Wie auch immer man es nennen will. Das Triebmittel wäre es wahrscheinlich. Dass das ganz hübsch aussieht. So. Ich will auch nicht zu schnell Time Warpen. Nicht, dass halt das Runterschrauben des Time Warps dann nicht schnell genug geht. Electric Charge ist alle gegangen, weil der Generator bei so einem hohen Time Warp Faktor nicht ganz hinterherkommt. So, wo sind sie? Da. Können sie schon sehen. Man kann auch schon langsam die Ringe von Sarnus sehen, ganz leicht angedeutet. Das Tecto, Slate, Overkale, Ilo. Ach ja, Ilo. Stimmt, Ilo ist ja hierher gewandert. Es könnte tatsächlich das erste Mal sein, dass ich auf Ilo lande. Ich bin noch nie nach Ilo geflogen. Weil es in Vanilla KSP einfach so uninteressant ist. Du fliegst dahin, machst so einen riesen Aufwand mit Vanilla KSP und dann, ja, es ist ein Schneeball. Wer hätte es gedacht? Und, naja, noch uninteressanter als Minmis im Prinzip. Wow, ist das, ist ja riesig. Ist das Hail oder so? Ich kann die Namen noch nicht ganz auswendig. Also ich weiß, wie Ilu aussieht. Aber ansonsten kenne ich die anderen noch nicht so gut. Ich weiß, Ovox sieht aus wie ein Ei. Hail war, glaube ich, ziemlich unregelmäßig. Slate sah auch sehr, sehr interessant aus, weil es diese Platten hatte. Und Tecto ist der einzige dieser Monde mit Atmosphäre. Was es auch sehr, sehr interessant machen könnte für eine Kolonie, weil Arrowbreaking nun mal das Landen erleichtert. Andererseits hatte ich ein bisschen Probleme in der Vergangenheit mit Nuklearreaktoren in Atmosphären, einfach weil die Hitzeableitung ein bisschen schwieriger ist. So, wow, schön. Na, vielleicht kommen wir ja noch näher an einen der Monde ran. Das ist ja auch der Satellit, die Sonde, die tatsächlich nah an einen der Monde, also an möglichst viele der Monde rankommen soll. Da können wir schon mal was sehen. Ich will auch unbedingt, also wir fliegen, wir werden wahrscheinlich sogar durch die, ja, wir werden direkt durch die, Dingsbums, durch die Ringe fliegen. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie das aussehen wird gleich. Wir sind gar nicht mal so schnell. Also dafür, dass wir gerade aus dem interplanetaren Raum geschossen kommen, mit einem ziemlich steilen Transfer, haben wir gerade mal 4000 Meter pro Sekunde gerade drauf. Also das wird natürlich noch deutlich schneller, wenn wir jetzt gleich durch Periapsis fliegen. Aber ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht, wie angenehm das eigentlich bis jetzt ablief. Ich schätze mal, dass wir jetzt auf dem Weg rein zur Periapsis über die Ringe einmal rüberfliegen werden. Und dann auf dem Weg raus aus der Periapsis unten drunter. Oh, das ist schon ziemlich nice. Das ist cool. Yep. Screenshot. Nice. Und es sieht, also ich habe das Spiel nicht angehalten, aber es sieht so unglaublich langsam aus, aber dabei schießen wir mit so absurd hoher Geschwindigkeit durch den Raum. Wahnsinn. Das ist nice. Das gefällt mir. Mehr. Mehr. Wird bald mehr geben. Die Sarnus Central Relay braucht nur noch knapp ein Jahr. Hey, nur noch ein Jahr. Also klar, ich habe schon andere Spiele gespielt, in denen man halt mit Raumschiffen durch Planetenringe fliegt, aber das ist nochmal eine andere... Das ist nochmal anders mit KSP, einfach weil es so unglaublich hart erarbeitet ist, finde ich. Also klar, es geht, aber es ist viel, viel härter. Woo, Kamera! Jetzt finde ich es nicht mehr ganz so schön. Ich hoffe, unsere Periapsis ist wirklich... Ja, okay. Es sieht so krass danach aus, als würden wir gleich auf Sarnus stürzen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, ne? Ich kann es nochmal versuchen zu überprüfen. Focus Sanus. Atmosphärenhöhe 580.000 Meter. Ja, und wir sind 617.000 Meter Periapsis. Das heißt, wir müssten drüber schießen. Wenn nicht, weine ich. Und freue mich in Keks, weil es trotzdem irgendwie schon wieder richtig geil ist. Okay, wir nähern uns unserem Manöver. Ja. Ich drehe den Reaktor hoch. Damit wir gleich genug Energie haben, um Vollgas zu geben. Vollgas in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Das ist kein magnetoplasmadynamischer Antrieb. Das heißt, wir haben hier nur begrenzt viel Schub zur Verfügung. Und womöglich muss ich auch den Thrust-Limiter wieder anpassen. Je nachdem, ob wir genug Strom produzieren können oder nicht. Die Solarpaneele sind im Prinzip für die Stromproduktion fast irrelevant. Die produzieren jetzt 0,2 Electric Charge pro Sekunde pro Panel. Also zusammen 0,5. Was vielleicht für ein Teil des Energiebedarfs reicht, aber nicht für viel. Das sind die Ringe. Oh, das ist auch noch schick. Uhuhuhu. So ein Ringsystem braucht Vinader KSP auf jeden Fall auch. Das ist einfach zu schön, um es nicht ins Grundspiel aufzunehmen. Ah, wunderschön. So. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Okay, Reaktor aktiv, überhitzt nicht. Paneele aktiv, sind auch nicht zu stark. Hier haben wir keine Überhitzungsprobleme. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Okay. Noch 50 Sekunden. Wir haben tatsächlich im Vergleich zu echten Weltraumorganisationen das große Privileg, dass wir der Sonde in Echtzeit zugucken können. Ich kann jetzt zwar auch nichts mehr machen, ja, ich kann das Manöver nicht mal mehr aufhalten. Ja, wir haben jetzt ein Sigi-Delay von 430 Sekunden. Wahnsinn. Und, aber wir können wenigstens sofort sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. In echten Weltraummissionen dauert das ja meistens so ein paar Stunden, bis die Signale wieder zurückgekommen sind. Okay, wir verbrauchen etwas mehr Electric Charge als wir produzieren, deswegen drehe ich hier ein bisschen runter. Ja, das reicht schon. 98% Schubleistung können wir unterstützen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und jetzt heißt es einfach mal so 6 Minuten warten. Cool. Ich traue mich nicht, den Fizz Warp anzuschalten, weil ich nicht genau weiß, wie gut das mit dem Nuklearreaktor funktioniert. Deswegen warte ich jetzt erstmal. Die Atmosphäre sieht auch schön aus. Ja? Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich Anti-Aliasing angeschaltet habe oder ausgeschaltet. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sieht nämlich so ein bisschen verpixelt krumm aus hier hinten. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der Mod. Die Modder sind schuld. Ja, die können ja nichts. Nein. Großartig. Also, das ist wirklich toll. Das ist auch ein Blick, den du in Vanilla KSP einfach nicht bekommst, weil es kein Ringsystem gibt. Joa. Ich glaube, ich melde mich dann gleich wieder zurück, wenn dieses Manöver praktisch abgeschlossen ist. Bis dann. Oder wenn was katastrophal schief geht, dann natürlich auch. Hauptsache, hoffentlich drücke ich dann schnell genug den Aufnahmeknopf. So, da sind wir wieder. Ein paar Minuten später. Nicht besonders viel passiert. Gerade eben hat sich die Kamera gedreht. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in einem mehr oder weniger stabilen Orbit um Sanus. Mehr oder weniger natürlich, weil wir die Bahn mehrerer Monde kreuzen. Und das kann natürlich bedeuten, dass wir durch die vom Orbit abkommen können. Wird natürlich auch sehr interessant, jetzt irgendwie ein Transfermanöver zu einem dieser Monde zu machen. Ich schätze, wenn mein Orbit noch so hoch ist, werde ich erstmal versuchen, Tecto zu erreichen.
und mich dann langsam halt nach unten zu den unteren Monden vorzuarbeiten. Sehr, sehr interessant wird vor allen Dingen, wie zum Teufel ich zwischen Ovok und Hale oder so hin und her wechsle, weil die so unglaublich nah beieinander sind. Das ist ein sehr, sehr seltenes, ja, Vorkommen, dass man so ein unglaublich kurze Distanz eigentlich überbrücken muss. Also, ich weiß nicht mal, ob da ein Stein-Atom-Transfer die beste Idee ist. Also, ja, doch, eigentlich schon, weil es läuft ja schon wieder fast auf ein Rendezvous hinaus, ne? So ein klassisches, hey, ich will mit dem Ding docken. Gut, so gesehen sind das alle Homan-Transfers, aber naja. Ah, wunderschön. Wir müssen unter Umständen noch einen Inclination-Change für einige Monde machen. Das wird auch sehr lustig, in Anführungsstrichen. So, aber wir sind in einem stabilen Orbit. Okay, gucke ich mal, ob ich ein schönes Manöver hingepopelt bekomme. Im Prinzip werde ich erstmal versuchen, unsere Inklination anzupassen, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Ah, das sieht ja schon mal deutlich besser aus. Dann... Und dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie ein Intercept... Naja, Tecto ist gerade praktisch an uns vorbeigeschleudert. Ist natürlich nicht so toll. Oder sollte ich eher versuchen, einen der anderen Monde zu erwischen, so Slate oder so. Hier so 22 Minuten. Also der DV haben wir bis zum geht nicht mehr. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Ups, was war das denn? Ja, da würden wir einen Encounter mit Ilu bekommen. Was habt ihr denn alle Leute? Nach Ilu fliegen ist doch ganz einfach. Stellt sich einem ja praktisch in den Weg. Auch nicht sehr zufriedenstellend, aber... Was wir auch durchaus versuchen könnten, wäre der hier. Und dann doch Tecto zu erreichen. Bingo. Okay, das wäre definitiv eine Möglichkeit, die uns in einen sehr, sehr engen Orbit verfrachten würden. Trip Info würde uns gerade mal 808 Meter pro Sekunde kosten. Das sind 10% unseres Delta V-Budgets. Das ist, denke ich, akzeptabel. Akzeptabel? Wisst ihr schon. Ja, da müssen wir nur in 4 Tagen, 5 Stunden ein Manöver fliegen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, ich lasse den Reaktor sogar jetzt einfach mal auf voller Pulle. Einfach, weil ich euch garantieren kann, andernfalls vergesse ich ihn irgendwann mal aufzudrehen und dann geht uns der Strom alle. Und dann haben wir große, große Probleme. Beziehungsweise ich habe dann große, große Probleme. Ihr schlagt euch dann einfach nur die Hand vor den Kopf und denkt euch, so ein Idiot. Bisschen seltsamer Trip, den wir jetzt hier durchführen, aber wir mussten ja auch noch einen Inclination Change machen und dann sind wir wenigstens, obwohl Tecto einfach sehr, sehr inkliniert ist. Einerseits habe ich mir gedacht, ja, Tecto als Basis könnte sehr, sehr interessant sein, weil es einerseits sehr, sehr interessante Oberfläche ist, ne? Ja, mit Wasser und Hügeln, Bergen und tralala. Aber sein Orbit ist halt so unglaublich inkliniert zum Rest des Sarnus-Systems und auch zur Ekliptik des gesamten Kerbin-Systems. Und deswegen... So. Ist jetzt eigentlich Tecto unser Ziel? Ja, gut. Hier waren noch ein paar Target-Wechsel irgendwie einprogrammiert. Da wusste ich jetzt nicht. Wir fliegen durch, wir fliegen durch, wir fliegen durch. Sorry, dass es ein bisschen dunkel ist. So ist das nun mal auf der Rückseite eines Gasriesen. Nein.
Und jetzt würden wir von haufenweisen kleinen Meteoriten geschreddert werden. Aber egal. Denn daraus, also beziehungsweise aus Eis- und Gesteinsbrocken, daraus würde ja dieses Ringsystem höchstwahrscheinlich bestehen. Ja, unser Raumschiff hätte es dabei wahrscheinlich komplett zerlegt. Kann es sein, dass auch das Ringe, dass tatsächlich die Ringe im Schatten liegen jetzt? Dass die tatsächlich unterschiedlich stark beleuchtet werden, je nachdem, ob sie halt im Schatten liegen oder nicht? Ich kann nicht weiter rauszoomen. Auf der Karte nicht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Vielleicht bilde ich mir auch alles nur ein und ich schlafe eigentlich noch oder keine Ahnung. So. Das Manöver mache ich noch und dann mache ich die anderen beiden Transfermanöver off camera und dann denke ich, werden wir uns nächstes Mal sehen. Und zwar im Orbit oder zumindest in der SOI von Tecto, das wir schon von hier aus bloß im Orbit tatsächlich sehen können. Es ist gar nicht so weit weg. Oh, hallo. Meine Güte, was hier los ist. So viele Monde. Ich weiß gar nicht, wer ihn zuerst besuchen soll. Ich frage mich, ob die Monde irgendwelche speziellen Periodenverhältnisse haben, ne? Also es gibt ja im Joule'schen Mondsystem gibt es zum Beispiel eine wie heißt denn das nochmal? Da sind die Perioden von sogar drei Monden jeweils das Vielfache voneinander oder so, irgendwie sowas. Also so, dass sie halt alle paar Orbits alle genau auf gleicher Höhe sind und dass sie dann halt eine Linie bilden. Sehr, sehr schön anzusehen übrigens. Und das basiert halt auf echten Mondsystemen, bei denen es auch gelegentlich vorkommt. Ich weiß nicht, ob das hier gibt. Müsste man mal genau darauf achten, aber so wie die Monde stehen, schätze ich mal eher nicht. Also hier die inneren beiden, das sind ja eher kleine Asteroiden oder so. Und Ilu und Slate, naja, gut. Ja, die bilden irgendwann eine Linie, aber... Und Tecto ist einfach viel zu weit draußen und inkliniert, dass das wirklich viel Relevanz hätte. So, dann machen wir jetzt das Manöver. Und dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Und, ja, dann werden wir den ersten der Sarnus-Monde scannen, denn das soll dieses Ding hier machen. Ihr seht hier den M700 Survey Scanner, der wird uns wieder viel Aufschluss darüber geben, welche Mineralien es auf Tecto gibt. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich Tecto als Basis benutzen will, egal, der Vollständigkeit halber, nehmen wir es mit. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.